Ja, wie geht es jetzt in unserem Beispiel noch weiter? Ein Themengebiet möchte ich mir mit Ihnen noch angucken. Und zwar gucken wir nach den sogenannten Positionsplandaten. Wir sehen die Positionsplandaten hier in diesem kleinen Fenster. Ich mache das jetzt mal ein bisschen größer. Und dieses Fenster hat in der aktuellen Version eine neue Spalte erhalten, nämlich hier die Spalte Brand. Und jetzt können wir hier also erkennen, welche Position besitzt denn jetzt einen Brandnachweis. Das ist Bedingung, dass das hier auftaucht. Wir können ja mal zum Beispiel in die Position hier zurückgehen und eben diese Information wird eingetragen, da eben hier der Brandnachweis aktiviert wurde mit der entsprechenden Feuerwiderstandsklasse. Gibt es hier einen Strich, wie zum Beispiel bei der Position hier, dann ist das eben ein Hinweis dafür, dass hier kein Brandnachweis geführt wird. Und wir sehen natürlich hier noch eine Ausnutzung und oder ein Okay. Also das bedeutet, wir erkennen, jawohl, die Position ist nachgewiesen. Ja, wo können wir jetzt überall mit diesen Positionsplandaten arbeiten? Gehen wir vielleicht mal zu unserer Wandposition hier oben. Und wir sehen ja hier unseren Positionstitel. Ich will die Position gerne umbenennen, also Rechtsklick, wir gehen hier auf Umbenennen und hier bei der Beschreibung, Sie sehen hier rechts, taucht so ein kleiner Schalter für Variablen auf und ich würde jetzt gerne diese Feuerwiderstandsklasse hier in der Positionsbeschreibung sehen. Also gucken wir mal nach der Variable, klicken hier auf Brand, ich mache meine Klammer wieder zu. Und jetzt sehen wir natürlich hier in dieser Positionsbezeichnung taucht es auf. Und das tragen wir jetzt überall dort ein, dort nach, wo wir das entsprechend sehen wollen.